Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, gute Nacht. Zu welcher Tageszeit ihr auch immer euch jetzt dieses Let's Play reinzieht. Wir sind jetzt hier, Last Day Witcher of the Night, mittlerweile bei 78,3% Kartenabdeckung. Und ich habe jetzt im Grunde genommen fast alles, was ich brauche. Ich habe die Aegis-Rüstung, mit der wir durch die Dornen kommen, um diesen neuen Bereich freizuschalten, nämlich die Oriental Lab. Und ich habe jetzt hier auch die Rinderfeder bekommen, mit der wir uns endlich den hohen Sprung craften können. Und bevor ich jetzt hier nochmal mit dem quatsche, packe ich das auf Alchemie, habe ich sogar schon gemacht. Das ist mein Alchemie-Set, in dem auch beim Herstellen eben mehr rauskommen kann als vorgesehen. Zumindest bei Heiltränken und Waffen und Co. Bei der Scherbe ist es egal, aber wir brauchen auch nur diesen einen Skill. Nämlich Doppelsprung, den haben wir. Der wird auch nicht dadurch zerstört. Und Rinderfeder mal 1, die haben wir auch. Da warte ich schon die ganze Zeit. Ich meine, wir haben mittlerweile jetzt genügend Möglichkeiten mit in Word und den Doppelsprung. Und das reicht in der Regel, würde ich sagen, fast. Es wird mit Sicherheit jetzt noch einiges an Gebiete oder Level geben, in dem es sinnvoll sein kann. Und ich denke mir vor allem auch beim... Bei den Bosskämpfen kann das sehr hilfreich werden. So. Jetzt mal ganz kurz hier noch die Waffen, die wir craften können. Ich bin jetzt halt mittlerweile festgefahren an die Katanasch-Waffenarten. Wobei man halt eben... Es gibt halt einige verbesserte Waffen der vorhergehenden Waffen. Also fast gleich benannt, aber halt eben dann die Evolutionsstufe höher. So, was Schärfe aufwerten, das können wir auch ganz kurz mal auschecken. Kurze Unverwundbarkeit nach der Umkehrung. Unverwundbar im Augenblick eines hohen Sprungs. Bräuchte ich noch eine Rinderfeder? Das ist kein Problem. Wir werden das Gebiet jetzt uns porten, indem es Rinderfeder gibt. Und ich freue mich drauf. Wir switchen jetzt erstmal auf das Angustet. Denn da oben geht definitiv mehr die Post ab. Und da kann ich nicht die ganze Zeit mit meinem Grind-Job-Set rumrennen. Schon solid. So. Was ist das für ein grüner Ring um mich herum, fragt ihr euch? Das ist das Auge des Detektivs auf Stufe 9. Das ist diese Scherbe hier. Automatische Einsammlung von Gegenständen in Reichweiten. Das Coole ist, das Auge des Detektivs ist eigentlich zuerst eine Verzauberung. Jetzt kann ich mal sie hier sieht. Hier sieht man sie. Und als ich sie auf Rang 9 hatte, wurde sie zu einem Skill. So wie hoher Sprung, Spiegel im Co. Und das ist sehr praktisch. Auch wenn der grüne Ring wenig stören kann. Aber ist eine hohe Sprung. Das kann sie mehrfach. Okay, sehr geil. So, gucken wir mal, ob sie das diagonal auch kann. Nee. Nur in Anführungszeichen nach oben. Okay. Das passt erstmal. Wir gehen jetzt ganz nach oben. So, das automatische Einsammeln werde ich aber hier ausschalten. Mal gucken, ob ich das, Bearbeiten irgendwie hier im Tastenkürzel machen kann. Das wäre halt schon cool, weil ich hätte es gerne hier. Aber gut, da habe ich die Verzauberung hier drin. Weil ich brauche es jetzt nicht wirklich. Wenn ich grinde, ist es sehr praktisch. Also wenn ich farme, aber nicht, wenn ich normal unterwegs bin. Mal kurz einen Gegencheck. Genau, wenn ich auf dem Set bin, dann sehen wir auch, ist es aktiv. Da wir die Verzauberung hier in der Stelle drin haben. Gehe ich auf ein Angriffsset, ist es nicht aktiv. So, gehen wir mal darüber. Genau, hier ist der Gable-Fight in dem Bereich. Den man hier sieht. Und wir porten uns jetzt hier ins orientalische Zauberlabor. Und die Rinderfeder, die bekommt ihr unten dran. Unter des Portals.
Das zeige ich euch gleich auch nochmal auf der Karte. Und die Gegner, meine ich, heißen Haganti. Aber also sind einfach Rinder mit Flügeln. Und hier geht was, und das ist ziemlich geil auch gemacht hier. Die ganzen Ninjas. So, ich kann kein Word durch. Und da wir den Supersprung haben, jetzt ein hoher Sprung, können wir dann natürlich jetzt auch normal durch. So. Eigentlich hätte ich mir überlegt, ich will jetzt aber nochmal runter und nochmal den Rinderfehler droppen lassen. Dann seht ihr auch, wer die Gegner hat. Ist nur ein bisschen schräg, um dann wieder hier hochzukommen. Ja, hier brauchen wir auf jeden Fall ein Word. Oder so sind wie so Zypresse und was war das? Und noch eine neue Erscheinung. So, die andere Rinderfeder hole ich mir auf jeden Fall. Dann haben wir beim hohen Sprung dann auch. Ja, das ist ein Haganti. Wir brauchen gar nicht runter. So, die droppen das auch. Also die droppen das in dem Bereich unten. Hier. Da gibt es auch eben Haganti. Da kommt ihr als erstes auch hin. Wenn ihr beim Eingang des Schlosses. Das ist der Eingang des Schlosses. Und wenn ihr dann hier hoch per Word kommt. Ihr braucht aber eben, um weiterzukommen, auch die Aegis-Platte. Die Aegis-Platte bekommt ihr, wenn ihr hier im Turm der Zwillingsdrachen an der Stelle hier einen Invert-Sprung macht und dann nach oben, und dann befindet sich auf der Seite Dornen und drüber dann aber eine Truhe. So, apropos Truhe, die holen wir uns auch, das ist ein Mimik. Natürlich erstmal einen obligatorischen Geheimraumcheck machen. Ja, die droppen die nicht so gerne. Ich muss mal auf mein Dropset switchen. Lab haben wir bekommen. Wir wollen aber den Lab. Noch mehr Lab. Soll nicht allzu lange dauern, bis es dann auch droppt. Wobei ich für die Rinderfeder habe ich schon beim ersten Mal ein paar Anläufe gebraucht. Steinerungsatem. So, der rote Schimmer um mich herum ist jetzt da, weil mein Begleiter ist Dantalion, das Buch, einen Stärkungsbuff. Ich weiß gar nicht, ob es das schon ab dem ersten Rang macht oder ob es macht, weil er halt eben schon einen erhöhten Rang von mir bekommen hat. Ich habe ihn aufgewertet. Jetzt haben wir die Rinderfeder, die wir haben wollten. Und jo. Also bei meinem Grind-Job-Set habt ihr, seht ihr rechts, habe ich Glück 60. Bei meinem Angriffsset Glück 36, also fast verdoppelt. Muss ich das unbedingt stylisch blocken? Noch stattdessen erstmal nur auf die Glocken bekommen. Das ist typisch. Sie nervig, diese Affen-Linias. Oh.
Ja, wenn ich in allen anderen Gebieten locker mit meinem Grindjob-Set auch rumrennen konnte, ist hier definitiv mein Kampfset vonnöten, weil die einfach hier weitaus stärker sind, was ja auch gut ist. Yes, Technik gemeistert. Das bedeutet, diese Technik hier wird jetzt auch bei allen anderen Katana-Schwertern am Start sein. Das ist dasselbe wie jetzt auch bei mir hier der Block, der auch ein Konter ist. Blockt auch Fernkampfangriffe. Das steht so in der Beschreibung nicht drin, tut es aber. Und führt dann dazu aus, bei einem erfolgreichen Block, dass dann gekontert wird. Und der Konterangriff trifft auch zumindest alles im sichtbaren Raum, was ich bisher gesehen habe. Sehr, sehr geil. Das hier ist im Archiv, das sind die Techniken. Und da sieht man hier beim Katana 11. Stunde und Sunset Susan gemeistert. Blutroter Eissturm, das ist etwas, das muss ich noch eine Weile machen. Und das hier Helmsplitter, das kann es hier noch nicht. Eigentlich sollte ich, das mache ich beim Grinden. Das ändere ich gleich. Ich packe hier das Honebami rein. Weil das Honebami... Ich dachte, das Honebami hat den Sprung. Hat das auch... Ah, doch, doch. Hier, jetzt. Was ist das hier? Und wenn ich das noch eine Weile benutze... Eigentlich dürfte es eigentlich relativ schnell hochgehen, glaube ich. Wir machen das mal. Dann ist auch da die Meisterschaft voll. Und dann können wir das auch mit meinem Dodgy GD verwenden. Ja, das geht relativ schnell voll, das machen wir noch. Das wäre natürlich geil, weil deswegen habe ich das Dodgy GD jetzt auch gerade so gerne. Weil es halt eben auch von dem Honebami, von der Nutzung des Honebami profitiert. Okay, Schreineschlüssel. So, dann laufe ich tatsächlich kurz mal mit meinem Grindjob rum. Drei Heiltränke, ja, Feenelixier haben wir auch noch. Wir können eigentlich mal ein Eiersoufflé nehmen. Ja, ich werde es jetzt auch verstärkt nutzen. Einfach um die Meisterschaft hochzutreiben. Es ist ein bisschen gefährlich. Ich habe aber vor dem hohen Sprung habe ich gespeichert. Also das wäre maximal nochmal das, was ich machen müsste, plus die andere Rinderfeder halt noch besorgen. Da sieht man gerade, hier, da macht er einen auf Shinori. Na, wie viel fehlt noch? Oh ja. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, dass das auch steigt, wenn ich es wirklich nur so mache. Könnte man eigentlich durch einfach Training, quasi in dem Fall, die Meisterschaften steigern. So, ich befürchte, ich werde es in Heiltränken nehmen müssen. Ich probiere es noch, aber es ist jetzt wirklich sehr heikel. Oh nein, nein. Manju ist, glaube ich, auch Futter. Ja. Und gibt es auch einen permanent Stat Boost. Biscuits habe ich genug, nehmen wir noch eins. Schlechte Position für den Skill. Einfacher wäre es, die Meisterschaft hochzutreiben, indem ich dann einfach irgendwo eine quasi Grind-Gebiete, Gegner grinde und Loot farme, aber ich mache das jetzt so. Autsch. Wie viel fehlt mir noch? Ja, nicht mehr viel. Ich spekuliere darauf, dass da
Und Save Point ist yes. Jetzt ist die Technik auch gemeistert. Fantastisch. So, hier kommt Dojiri wieder rein. Beziehungsweise hier kommt es rein. Das richtige Tastenkürzel. Und das ist das Schöne, jetzt kann auch das Dojiri eben diesen Skill. Und jetzt werde ich mich auf jeden Fall heilen, weil das ist mir jetzt zu heikel. So. Das ist halt geil, jetzt kann das Dojiri nämlich das hier. Das hier. Das hier. Und das hier. Hammerhart. Nimm jetzt alle Katana-Techniken. Ah, jetzt, das fehlt noch Blutrot Eisturm. Dann haben wir alle Katana-Techniken. Und mit dem Katana das bekommen, können wir das eben nutzen. Das ist schon, finde ich, das ist eine geile Idee. Ja, das so zu machen, warum er die Idee hatte. Sehr gut. Und das Schöne ist, bei diesem Sprungangriff wird bei den Gegnern eben die Verteidigung verringert. So, was ist der Offhuder Talisman? Ein ritueller Talisman aus dem Osten, der über den Schutz des Kami verfügt. Ich bin schon nervös, also wäre schon Speicherpunkt ganz gut. Oh, das ist nicht gut. Boah, ist das. Das ist cool gemacht. So, und das hier riecht mir doch jetzt nach Save Point. Ist ja relativ häufig nach solchen Regalen zu finden. Hier könnt ihr jetzt pausieren, wenn ihr das weiterlesen wollt. Ja. Jetzt war es doch ein bisschen mehr Action, die ich jetzt hier gemacht habe. Vor allem die Drops und dann halt die Meisterschaften. Wäre bitter jetzt dann drauf zu gehen. So, das wäre erledigt. Guck mal, was uns hier erwartet. Bosskampf. Zangetsu. Zangetsu. Yahari anata wa Shard Linker wo yurusenai no. Muron. Daga ima wa sou dewa nai. Omae no chikara wo mitai dake da. Das, was Zangetsu dabei auf sich drauf hat, das sind sowas wie Schutz. Schutzschriftrollen oder Schutzblätter. Um zu schützen vor Dämonen und Geistern oder was? Shura no michi ni ikiru ore ni totte tatakai kara shika erarenai mono. Oh, ein geiler Text. Schade, doch, ich kann hochscrollen. Das mag sein, aber Zerstörung ist nun mal die Sprache, die ich spreche. Wenn wir friedlich koexistieren wollen, dann ist dies der einzige Weg. Kämpf, als wäre dein Leben in Gefahr. Ja, es ist in Gefahr, du Arsch. Wobei, Zangetsu ist ein cooler Sau. Verwirren wir ein bisschen. Autsch. Ich hätte gerne das Schwert. Ach der Scheiße. So, es wird Zeit sich teilen. Ah, da muss ich mehr ausweichen. Typisch das Problem. So, letzter Heiltrank. Ich habe gelesen, hatten schon viele Probleme mit ihm. Ich glaube, wir gehören nicht dazu. Alter.
Jetzt wird es Zeit für Karaboss, damit sie mir wenigstens noch ein Feenelixier hinlegt, aber das wird knapp werden. Da ist sie. Ah, wieso kann ich nicht nehmen? Jetzt. Der Ritter wird jetzt nicht viel bringen. So, Super Ether noch. Aber das ist ein harter Kampf, also. So, Heilung bitte. Danke. So, ich glaube, das war's jetzt mit Heilung. Ah, scheiß Eis. Das macht gut Schaden. Ah, da gibt es mir einen Trank hin sogar. Oh, geil. Gerade noch. Errungenschaft, seine Klinge. Alter Falter. Ich hätte häufiger mal diese Backdashes machen müssen. Ich mache sie zu wenig, weil sie bei normalen Gegnern kaum notwendig sind. Yes, jetzt haben wir das Zangetsuto. Sehr geil. Und das Schöne ist, dass ich glaube, es ist ein Katana, wäre auch schräg, wenn nicht. Und wir haben die ganzen Katana-Techniken jetzt bis auf diese Magie.俺はグレモリーという悪魔を追ってこの地にやってきた。それは奴を切るための刀だ。グレモリーって地ベルと一緒にいる悪魔。俺は何度か奴に接触を試みた。だがグレモリーは避けられてるってこと。まず間違いない。そして気づいているか。ジーベルという男をグレモリーに支配されている。 Deswegen ist das Ende auch dann ziemlich abrupt, wenn wir Gebele liegen. Und die Vermutung hatten wir am Anfang. Ähnlich wie bei Face Day Night, wo sich auch ein Servant quasi um den Meister kümmert und den Meister manipuliert. So, ja, Funde hat Tatokini. Ja, Harry, Machigai, Naina. Ftariga, Taijisch Tatoki. グレモリーは必ずジーベルのそばにいるはずだ。ちょっと待って。ここまで避けられているのだ。俺はどんな手段を用いても。 Ja, Zangetsu ist etwas intelligenter als mir, ja. Also ich bin jetzt scharf darauf, es zu benutzen. Deswegen gehe ich da raus. So. Oh. 81, 90. Göttlich. Eine große Klinge, deren Träger den Namen Zangetsu oder Mondspalte gegeben haben. Zangetsuto. Genau, den Skill kann er jetzt. Den Skill kann sie. Genau, den Skill kann sie nur nicht. Den werde ich mal irgendwie reinholen. Ansonsten. Genau, aber das reicht ja. Wunderbar. Das heißt, für Dojigiri, da werde ich die Technik noch quasi übers Grinden dann. Die hier. Über die Meisterschaft dann halt eben maxen. Also beim Grinden werde ich die maxen. Und dann hat das das Zangetsuto. Perfekt. Ich hatte schon gedacht, ich bekomme jetzt keine Chance auf ein richtig gutes Katana und das Zangetsuto ist natürlich perfekt, weil wir es zusätzlich auch für den Gebelkampf brauchen. In der nächsten Episode werden wir hier rein noch gehen. Hier rein noch gehen, ist auch gut. Und gucken uns vielleicht den Bereich nochmal an. Beziehungsweise gucken uns den Bereich hier nochmal an und gehen dann zu Gebel. Und bekämpfen ihn dort. Das Ende wird das noch nicht sein. So viel kann ich schon mal spoilern. So viel weiß ich. Aber es wird natürlich weitergehen in neuere Gebiete. Ich hoffe, ihr seid mit dabei in einem wirklich geilen Spiel Bloodstained: Witch of the Night. Konnichiwa.